Ein ganz normales Redaktionstreffen in Neu-Delhi. Nur, dass alle Reporter obdachlose Kinder sind. Balaknama, Stimme der Kinder, heißt ihre Zeitung. Sie soll ihren täglichen Kampf ums Überleben schildern. Von Kinderehen über sexuellen Missbrauch bis zu Drogensucht. An Stoff mangelt es nicht. Wenn die Berichte reinflattern, setzt sich das Redaktionsteam zusammen, um die Besten auszusuchen. Da wird viel gekämpft. Dann heißt es, die Geschichte wird mehr Wirkung haben als die andere. Und es wird viel diskutiert, bevor die endgültige Zeitungsversion feststeht. Zehntausende Kinder leben nach Angaben von Hilfsorganisationen auf den Straßen von Neu-Delhi. 70 von ihnen arbeiten inzwischen für Balaknama. Die Monatszeitung wurde 2002 von der Hilfsorganisation Chetna ins Leben gerufen. Das tägliche Leben von Jyoti Kumari war ein ständiger Kampf. Die 16-Jährige hat 5 Geschwister, ihr Vater ist Alkoholiker. Früher habe ich gebettelt, Drogen genommen, manchmal habe ich Müll durchsucht. Dann habe ich von Balaknama erfahren und angefangen, für sie zu arbeiten. Zuerst war ich Junior-Reporterin, dann Reporterin und jetzt sieht alles danach aus, dass ich Herausgeberin werde. Das Monatsblatt kostet umgerechnet nur 2 Cent. Das ist billiger als eine Tasse Tee. Eine kleine Summe, aber sie hilft, diesen Kindern eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu geben.